So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin heute nicht im Wald unterwegs, auch wenn es vielleicht so aussieht, sondern ich bin heute an den Peitzer Teichen. Ja, das Ganze hat natürlich einen Grund, und zwar findet in 3 Wochen, also da wo ich das Video hochlade, denn in 3 Wochen das Fischerfest wieder statt. Ja, im Internet ist da noch nicht allzu viel zu finden, deswegen habe ich mal gesucht und gesucht und doch was gefunden, und das habe ich mir mal ausgedruckt und gebe euch hier ein paar Daten bekannt. Und hier fallen die Äste vom Baum. Und zwar geht es am Freitag, den 2. los, um 14.30 Uhr bis 17 Uhr mit Kaffeetafel für die Peitzer Senioren. Gut, das wird jetzt nicht jeden interessieren, aber trotzdem mal gesagt. 17 bis 20 Uhr Angeln für jedermann am Angelteich im Volkspark. Da werden also immer wieder Fische reingelassen, die ihr dann mit der Angel herausholen könnt. 17 Uhr feierlicher Eröffnung des 66. Fischerfestes in Peitz. Und zwar findet das im Fischzelt statt. Eröffnung des großen Staustellerparks auf dem Fischerfestgelände. Ja, da wird es ja wieder jede Menge Karussells und keine Ahnung, was da dies Jahr alles kommen wird. 19 Uhr bis 1.30 Uhr gibt es dann die Fritz-Party. 20 Uhr Marie Joanna im Fischzelt, 21 Uhr traditionelles Anfischen am Teufelsteich. Dann gibt es auch den Schatzwettbewerb, und da kann der erste Peitzer Karpfen 2019 gewonnen werden. Und um 22 Uhr, da bin ich dann garantiert auch wieder dabei, ist das große Eröffnungsfeuerwerk auf dem Teufelsteich. Schon mal sagen, und zwar kommt dies Jahr auch wieder ein schöner Stargast. 2016 war ja Nino De Angelo. 17 war dann Alexander Knappe, voriges Jahr war Oliver Frank, und dieses Jahr kommt tatsächlich Cora. Wer kennt das Lied Amsterdam nicht? Ja, die kommt dann aber erst Sonntag, aber soweit sind wir noch nicht. Bin jetzt auf der Festungswiese, aber hier ist heute auch gerade was los. Und die findet hier gerade im Flohmarkt statt. Naja, jedenfalls hier findet das Ganze dann statt. Fast alles, das Feuerwerk natürlich nicht, das ist wie immer über dem Teufelsteich. Hier ist die Bühne und hier sind die Besucherplätze. Das Ganze wird natürlich bis dahin noch tipptopp in Ordnung gebracht. So, ich habe mich jetzt ein bisschen verdünnisiert, weil da vorne läuft auch Musik, und das ist ja bei YouTube immer so eine Sache mit Musik. Kommen wir zum Samstag. Jetzt ist hier noch natürlich ein bisschen windig, mein Zettel flattert. Und zwar am 3.8. Da geht es los um 9 Uhr mit Angeln für jedermann am Angelteich im Volkspark. Hat man ja schon, habe ich ja schon erklärt. 11 Uhr buntes Markttreiben auf dem Schaustellerpark. Fischerfestgelände. 12 Uhr traditionelles Fischstechen am Teufelsteich. Spaß, Gaudi, gute Laune beim Kampf um den Stecherkönig. Also immer lustig, ich war selber noch nicht da gewesen, aber dieses Jahr ist natürlich gerade um 12 Uhr, wo man ja normalerweise Mittag isst. Um 14 Uhr geht es dann weiter mit Schlangenshow von und mit Brexas. Ah, 15 Uhr bis 15.45 Uhr Kinderprogramm zum Mitmachen auch von Brexas. Ah, wer immer das so einmacht, kenne ich noch gar nicht. Und das Ganze ist auf der Bühne im Volkspark. 16 bis 17 Uhr. Fischerfest, Estrade, bunt gemixtes Programm des Amtes Peitz. 18 Uhr Schlagershow mit Brexas A. Also tritt ganz schön oft auf. Also mein Zettel macht mich hier wahnsinnig. Da klickt immer wieder ein. Ich weiß gar nicht, wie ich mich drehen soll. So, wo machen wir? Schlangenshow. Dann kommt 19 Uhr Künstler der Region. Rocknacht mit der Band Backfire aus Cottbus. Das Ganze auf der Festbühne. 22 Uhr Feuer- und Fakir-Show mit Brexas A, schon wieder. Dann ab 22 Uhr im Fischzelt legt DJ Tobi auf.
von 11 bis 19 Uhr der Neuge Express zu Gast in Peitz. Ja, was immer das sein mag, keine Ahnung. Lust auf Technik, meine Güte hier. Lust auf Technik, Lust auf Experimente, Lust auf Staunen und Denken. Ja, keine Ahnung, was das ist. Muss man sich mal angucken. Achso, was ich natürlich noch sagen wollte. Das Ganze, was ich jetzt hier erzähle, ist natürlich ohne Gewähr. Änderungen sind jederzeit vorbehalten. Stelle sich mal vor, Cora bricht sich ein Bein und kann nicht kommen. Nicht, dass er mir denn kommt. Jo, was hast denn du für Mist erzählt? Also, wie gesagt, ohne Gewähr. Das war dann vom Samstag. Jetzt kommen wir zum Sonntag. Jetzt muss ich natürlich auch noch klarstellen, ich bekomme jetzt für dieses Video kein Geld. Also das ist kein Werbevideo fürs Fischerfest oder sowas. Sondern das mache ich nur, um euch zu informieren. Also nicht, dass jetzt einer denkt, irgendwie ich mache hier Werbung oder sowas. Nee, nee, das ist nur für euch zur Information. Ich werde aber trotzdem noch oben irgendwo, keine Ahnung, Infovideo oder sowas einblenden. Für alle Fälle. Gut, dann kommen wir gleich zum Sonntag. Vorher wechsle ich aber die Location. So, ich bin jetzt am Helterteich. Und warum gerade hier? Ganz einfach, ihr könnt euch auch das nächste Event schon mal vormerken. Und zwar ist das am letzten Oktoberwochenende. Da findet wieder das Abfischen statt. Da bin ich garantiert dann auch wieder mit dabei. So, dann kommen wir mal zum Sonntag. 9 bis 20 Uhr angeln für jedermann. Muss ich nicht weiter dazu sagen. Wisst ihr Bescheid. 11 Uhr buntes Markttreiben, Schaustellerpark auf dem Fischerfestgelände. 11 bis 16 Uhr Country Frühshoppen mit DJ Goldi, Fischzelt. 15 bis 16 Uhr Modeschau mit City Moden, Margit Tabo aus Peitz. Muss ich ab und zu mal gucken, hier ist ganz schön Verkehr. Weiter geht's, hier kam gerade jemand. Wollen wir 16 bis 17 Uhr Bundeskinder-Mitmachprogramm mit Rexas A. 17 bis 20 Uhr Fischerfest-Extra-Ausgabe auf der Festbühne mit 66 Jahren Akrobatik und Tanz vom Ensemble Pfiffikus, Comedy-Show von und mit Mona Lisi und Stargast, hatte ich ja schon gesagt, Cora. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und alles gesagt. Dann kann ich das Video langsam beenden. Also ich würde mich freuen, wenn er alle kommt. Oder zumindest die, die Zeit und Lust haben. Vielleicht sehen wir uns da. Ich sage dann für heute Tschüss und bis zum nächsten Video. Bye.